gleich Disneys kurze Pause. Haben Sie die vielleicht selber? Und danach Disneys Aladdin bei Kabel 1. Es hat funktioniert, Genie. Philipp. Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Lilly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Na, Alter. Schon alles klar für morgen? Morgen? Wieso morgen? Habe ich was verpasst? Ich weiß nichts von morgen. Ey, Alter, jetzt tu mal nicht so, als ob ausgerechnet du den Valentinstag vergisst. Hast du Julia schon eingeladen zur Party? Ich habe sie nämlich extra wegen dir nicht eingeladen. Ey, vergiss es. Ich mache mich doch nicht zum Deppen. Wenn, dann soll sie mich einladen. Super. Ziehst du also dieselbe Nummer ab wie letztes Jahr? Traust du nicht, jemanden einzuladen und tauschst am Ende mit deiner 10-jährigen Schwester auf? Hey, Lilly ist nicht 10, sondern 11 und außerdem ziemlich reif für ihr Alter. Klar. Bringst du wieder die Barbie-Puppe mit? Und tanzen kann sie auch sehr, sehr gut. Erzähl mir doch nichts. Ich hab doch genau gesehen, wie du das letzte Jahr knallrot angelaufen bist, weil du dich so mit ihr blamiert hast. Die haben alle gedacht, du wärst zu lange im Solarium gewesen. Ja, genau. Und wer hat's danach in die Schülerzeitung gesetzt, damit auch ja keiner verpasst, dass ich mit meiner kleinen Schwester da war? Ach komm schon, das Foto, das ich mit euch gemacht habe, war wirklich zu gut. Und jetzt red's mir wieder ab, das war vor einem Jahr. Ja, okay. Du hast ja recht. Da erinnert sich sowieso keiner mehr dran. Nee, bestimmt nicht. Hey, Flip, hat sich deine Schwester schon ein Kleid für morgen gekauft? Und? Hat sie diesmal wieder eine Barbie dabei? Und der Weise deiner Haut den unschätzbaren Dienst, sie nicht ein weiteres Mal den künstlichen Strahlen einer Sonnenbank auszusetzen. Siehste, das Volk vergisst schnell. No, hau mich K.O. Genau hier. Aufs Kinn. Würde ich ja gern, aber es hilft doch nichts. Und jetzt hör mal auf rumzuquengeln und frag Julia halt, ob sie mitkommt. Nein, ich hab doch Schiss. Die sagt doch eh nein. Jetzt hör mal auf rumzuheulen. Ich bin ja nicht mal wie ein Mann. Heul ich etwa rum, oder was? Ja, du. Ich bin aber nicht so wie du. Dann versuch's halt mal. Und ich tu so, als wär ich du. Quatsch, das geht doch gar nicht. Wie soll ich das hinkriegen, in einem Tag nur so zu stinken wie du? Hat Mo dich eigentlich schon zur Valentinsparty eingeladen? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich mit diesem stinkenden, verflohten Mistkerl auf diese Party gehe. Das ist unter meinem Niveau. Er hat dich also nicht eingeladen. Nein. Sorry, ich wollte dich nicht anbrüllen. Kein Thema. Wir hatten alle eine schwere Kindheit. Ich verstehe das einfach nicht. Ich bin das hübscheste Mädchen der Schule. Das eleganteste. Das intelligenteste. Das bescheidenste. Wieso fragt er mich denn nicht? Ich habe sogar das Gefühl, dass er mir aus dem Weg geht. Naja, weil du irgendwie wirkst, als würdest du auf einem Sockel stehen. Wieso das denn? Wieso wohl? Na gut, schon verstanden. Ich habe wohl ein bisschen übertrieben. Na also, geht doch. Komm ihm einfach ein Stück entgegen, damit er nicht mehr denkt, dass er bei dir nicht landen kann. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ach, keine Ahnung. Begib dich auf dein Niveau. Hör auf, dir die Haare zu waschen. Zieh tagelang die gleichen Klamotten an. Schmink dich nicht mehr. Sag mal, spinnst du? Ich hab mir gestern erst alles neu für die Party gekauft. Lidschatten, Lippenstift, Puder, Rouge, Mascara. Soll ich das alles wegwerfen? Ja gut, ich hab's kapiert. Geh mal wieder ein bisschen runter. Oh Mann, tut mir total leid. Aber ich bin halt voll nervös. Och, fällt kaum auf. Du benimmst dich nur wie mein Vater nach 10 Tassen Kaffee. Mach dir keine Sorgen. Ich hab drüber nachgedacht, was du mir gesagt hast. Ich weiß jetzt, was ich zu tun hab. Du hast nachgedacht? Das macht mir Sorgen. Oh, ich will sie nicht einladen, ich will nicht. Bleib mal cool. Du siehst aus, wie ich also für dich auch dementsprechend auf. Na gut, okay, pass auf. Du machst immer so. Yo, ey, Alter, was geht? Alles krass oder was? Cool, ey, yeah. Mann. Nicht gut? Naja, doch schon. Ich frag mich nur gerade, warum die Mädels so auf mich stehen. Na gut, mach mal mich. Na schön. Ach, Mo, ich weiß auch nicht. Julia sagt vielleicht nein. Oder sie sagt ja, aber dann könnte es ja sein, dass sie nein meint. Oder sie sagt nein und meint vielleicht doch ja. Ich weiß auch nicht, Mo. Ja, ja, schon kapiert. Kein Wunder, dass Julia mich blöd findet. Sag mal, hey, wer kommt denn da? Ich weiß nicht, das ist Julia. Okay, guck mal. Hi. Hi. Hey, Jungs, was geht? Hey, alles Keller oder was? Hey, logisch. Aber ich such so einen Kerl. Stinkige Haare, stinkige Klamotten und selbst auch irgendwie stinkig. Stinkig? Hey, das ist genau mein Style. Ey, Alter, vergiss es. Dein Style ist so mies, da wird einem ja schlecht. Aber du hast doch gerade noch gesagt, du suchst einen Typ mit stinkigen Klamotten. Ja, aber den noch nicht. Und wer bist du überhaupt?
Weißt du was? Du erinnerst mich an Flip, diesen Versager. Kennst du den? Sieht aus wie ein Pinguin und kriegt nie was auf die Reihe. Nee, sagt euch so gemeine Sachen über mich, über diesen Flip. Halt du dich da raus, du kennst ihn gar nicht. Und von wegen Style, mach erstmal die Preisschildchen von deinen Sachen weg. Dann reden wir weiter. Oder bedeutet das, dass man dich dann wieder umtauschen kann? Dann solltest du sie nämlich lieber dran lassen. Mist, hab ich ja voll vergessen. Also Jungs, ich muss weiter. Wir sehen uns dann auf der Party, falls ihr Mädels findet, die mitkommen. Bis dann, ihr Komiker. Hey Strebi, du hast da was am Pulli. Reingelegt. Du fällst aber auch immer drauf rein. Sag mal, was schreibst du da? Nichts. Bei diesem Schriftstück handelt es sich lediglich um meine Memoiren. Na klar. Boah, schau mal, da läuft Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart ist bereits seit 1791 verstorben und demzufolge... Jetzt gib's schon her. Nein. Oh, ist das etwa eine Einladung zur Valentinsparty? Nein, 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 nein. Bitte gib sie mir wieder. Bitte nicht lesen. Ich mache auch ein Jahr lang deine Lateinhausaufgaben. Ich hab gar kein Latein. Physik, Mathematik, Deutsch, alles. Hört sich gut an. Aber nein, die Neugier siegt. Dann unterdrücke diesen undisziplinierten Trieb und benimm dich wie ein erwachsener Mann. Und das bleibt von dem Laster der Neugierde. Jetzt mach mal nicht so ein Theater. Ja, ich habe auch eine geschrieben. An wen? An wen? Sag sie mir. Wir machen's so. Du liest meine und ich deine. Und dann können wir uns gegenseitig helfen. Oh, ganz recht, mein Freund. Welch glänzender Geistesblitz. Ich könnte deine grammatikalischen Verfehlungen korrigieren. Du könntest mir dabei helfen, die Anspielungen auf Figaros Hochzeit abzuschwächen. Super. Ist nämlich gar nicht so einfach, so eine Einladung zu schreiben. Strebi, du bist ein echter Freund. Also gut, im Namen unserer alten Freundschaft. Okay, ich zähle bis drei und dann lesen wir, ja? Gut. Okay, fertig. Eins, zwei, drei. Liebe Kater. Was? Vergiss es, du lädst nicht Kater ein. So lange schon erstickt dich der Naturgewalt Geregung, weil noch über mich ein fremder Wille herrisch waltete. Hä? Schiller, die Braut von Messina. Die Braut? Ich glaube, fürs Heiraten ist noch ein bisschen früh, oder? Das ist ein Trauerspiel, du Narr. Ja, und wenn wir uns nicht einig werden, wer sie einlädt, dann wird es nicht nur ein Trauerspiel, dann wird es sogar blutig. Bist du so blöd, oder was? Ich habe gerade eine Zeile aus einem Theaterstück zitiert. Sag mal, muss ich dir denn jedes einzelne Wort erklären? So, damit dürfte nun ja wohl klar sein, wer sie einlädt. Der Klügere von uns beiden bin wohl ich. Ich kenne auch ein Zitat, und zwar, der Klügere gibt nach. Außerdem ist dein blöder Brief ein totaler Schund. Den kapiert kein Mensch. Du schreibst hier von irgendwelchen Pinienbäume. Es gibt hier gar keine Pinienbäume, du Oberstreber. Das ist doch allegorisch gemeint. Ein Bild aus Figaros Hochzeit. Da, schon wieder. Erst die Braut, dann die Hochzeit. Was hast du vor, Strebi? Ich zitiere doch nur und diesmal Mozart. Und den kennst selbst du. Im Übrigen schreibst du hier, liebe Kater, sag nicht nein, lass uns bei der Party sein. Lass uns bei der Party sein. Welch unerhörte Beleidigung für meine Augen und Ohren. Solch grammatikalische Verwüstungen. Na und? Dafür reimt sich's. Und wer reimt, hat recht. Was machen wir endlich jedes Mal falsch? Ich weiß es auch nicht, Kumpel, ich weiß es auch nicht. Aber ist doch auch ganz egal, ist doch eh nur eine blöde Valentinsparty. Ja, total langweilig. Stundenlang nur drum rumtanzen. Ganz eng zusammen. Schmalzmusik. Die Leute verknallen sich. Fangen an zu knutschen. Sind glücklich. Ja, lohnt sich. Lohnt sich also echt nicht. Absolut nicht. Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Das ist dein Style, du Pinguin. Kannst du mir nicht verraten, warum ich eine Flohkolonie auf dem Kopf mit mir rumtrage? Ich habe diese Perücke noch keine zwei Stunden auf. Wie schaffst du eigentlich denn nie, die Haare zu waschen? Tja, jahrelanges Training und eiserne Disziplin. Sowas kennt man im Nordpol nicht. Hey, Südpol, ja? Hey Jungs, wollt ihr euch verkleiden? Es ist Valentinstag, nicht Fasching. Ah, apropos, meine Liebe, vielleicht wäre es ja in deinem Sinne, wenn wir nach der Party noch einen kleinen Exkurs zu meiner Behausung unternehmen würden, damit du dann in den visuellen Genuss meiner Dinosaurierbildsammlung kommen würdest. Auf jeden Fall. Nico, ich hoffe, du kommst pünktlich. Denn wenn du zu früh kommst, bin ich vielleicht noch nicht fertig. Und wenn du zu spät kommst, dann verpassen wir noch was. Oh, ich freue mich so. Schon klar. Hey Jungs, ihr habt da was. Reingefallen. Aber fallt doch immer drauf rein. Mo, was? Geht's eigentlich noch schlimmer? Aber hallo. Ah, hallo großer Bruder. Wie sieht's aus? Soll ich wieder mitkommen zur Valentinsparty? Tja. Sag mal, Lilly, du hast nicht noch zufällig eine Freundin oder so für mich? Wer kommt denn da? Das glaubt mich ja nicht. Das ist ja Julia. Hey, Lilly ist nicht 10, sondern 11. Und außerdem... Mann! Hey, du bist da! Jo, gut. Alle ärgern mich hier.
Und alle weg hier, alle weg. Im geheimnisvollen Osten findet die Schlacht zwischen Gut und Böse statt. Um die legendären Sheng Gong Wu. Diese Kämpfer sind auch bekannt als die Shaolin Showdown. Auf der Seite des Guten kämpfen vier junge Shaolin-Krieger mit Hilfe der Elemente, um die Welt vom Bösen zu befreien. Shaolin Showdown. Jeden Samstag um 10:15 Uhr. Nur im Cartoon Network Block bei Kabel 1.